So, und dann weiter geht's. Ach was, du bist gut informiert, Hugo. Vielleicht weißt du auch, wer Reginalds Hoden gestohlen hat. Ich kann alles erklären. Also. Rosalinda! Ich weiß, dass du da drin bist. Du und dein Lackaffe! Oh nein, bitte nicht auch noch er. Das ist wirklich nicht mein Tag. Hab ich dich, Halunke! Mach dich auf was gefasst, du! Hey! Wer zum Teufel ist das denn? Oh shit. Rosalinda! Einen hätte ich dir verzeihen können, aber gleich zwei? Oh shit. Moment, ich habe nichts damit zu tun. Sehe ich wie ein Idiot aus? Dich werde ich lehren, im Teich eines anderen zu fischen! Ich habe keine Zeit dazu. Geh nach Hause. Ja. Das wird das Beste sein. Hier bin ich fertig. Talalalala. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber wenn du nicht heimgeplatzt wärst, hätte es für mich übel enden können. Danke, dass du mir die Haut gerettet hast. Also Zeit für ein Gespräch. Rosalinda, mein Täubchen, entschuldige uns einen Moment. Also gut, ich gestehe, ich habe die Kronjuwelen gestohlen. Und du wirst es mir nicht glauben, aber sie funktionieren. Heute haben Rosalinda und ich. Na, dreimal bis jetzt. Was? Dreimal? Beeindruckend. Nicht wahr? In meinem Alter. Öfter als in den letzten 10 Jahren. Wie auch immer. Du hast die Eier geklaut, du musst sie zurückbringen. Hör mal. Vielleicht können wir uns einigen. Lass mich die Kronjuwelen behalten. Ich bezahle dich auch. Bitte gewähr mir das. Sie haben mich wieder jung gemacht. Keine Chance. Ich muss die Kronjuwelen mitnehmen und basta. Aber wenn du sie mir noch lässt, nur ein, zwei Tage, höchstens drei. Nichts zu machen. Tut mir leid. Naja, gut, dass ich sie überhaupt benutzen konnte. Hier, bitte. Na gut, ich Danke. konnte vielleicht Und diese viel paar Tage Glück. lassen. Eigentlich meine ich, dass du bestimmt auch ohne gut auskommst. Wäre mein Geist doch so willig wie mein Na gut, dann Fleisch, lass uns mal schaffst du es. zurückgehen. Weil ich konnte ihm echt diese paar Tage vielleicht länger lassen, weil sonst konnten wir mal vielleicht noch etwas kriegen, aber naja, wir haben jetzt uns so entschieden, dann ist halt so. Das ist der Witcher. Dann können wir gleich mal schon mit dem tun neuen die Isar Gelenke starten. weh. Aber erstmal spielen wir mit dem Kurator, es sei denn, ist es noch nicht vorbei, diese Mission. Was gibt's Neues, mon ami? Darf ich hier? Ach so. Wo ist er? Ach, hier. Nun, hast du Reginalds Kronjuwelen schon gefunden? Ja, sie sind wieder da. Bei Majorans sinnlichen Lippen. Das sind sie. Wahrhaftig. Hoffentlich drückt diese Belohnung, so bescheiden sie ist, doch meine Dankbarkeit aus. Und schau morgen bei der großen Wiedereröffnung rein. Du darfst Reginald kostenlos berühren. Das geht aufs Haus. Moment, was? Kostenlos berühren. Geil. Wunderbar. So, neuer Quest. Wilder Wolf.
Ja, lass uns mal. Auktion. Auktion, dann lass uns mal eine Auktion machen. So. Ein seltsames Land, dieses Toussaint. Stimmt. Mhm. Wenn ich hier bin, habe ich das Gefühl, in einer Meer. Okay. Unsere Familie stellt seit 4 Generationen Wein her. Sie stellt ungenießbare Plörre her, meinst du wohl? Weswegen Belgard an mich verkauft werden sollte, nicht an ihn. Als herzoglicher Beamter muss ich die Interessen des Herzogtums wahren. Belgard gehört derzeit der Schatzkammer. Der Schatzminister hat seinem Wunsch klaren Ausdruck verliehen, dass Belgard an einen verantwortungsvollen Verwalter übergeben wird. Doch es gibt verschiedene Probleme mit euren bestehenden Besitztümern. Bis ihr die nicht behoben und euch als kompetent erwiesen habt, kommt der Verkauf von Belgard an keinen von euch in Frage. Dum, dum, dum. Na, zufrieden? Das ist deine Schuld! Meine? Du hast sie doch nicht alle, Frau! Hört, gute Leute, es sei allgemein kundgetan, dass Matilda de Vermentino eine verfluchte, gehässige Irre ist. Sieht mir nicht nach einer Irren aus, nur nach einer verdammt wütenden. Du hast sie ganz schön hochgebracht. Wirklich? Woher willst du das wissen? Zähmst du Widerspenstige? Noch besser, ein Kenner. Oh la la! Ich sehe, wir verstehen uns. Sag mir, diese Schwerter, sind die zum Einschüchtern da oder benutzt du die auch? Die sind mein Werkzeug. Ich bin ein Hexer. Du suchst doch keine Arbeit, oder? Ich will ein Weingut kaufen. Belgard. Aber dieser Bastardbürokrat verkauft es mir erst, wenn ich meine Angelegenheiten auf Coronata in Ordnung gebracht habe. Über was für Probleme reden wir denn da? Ach, es steht da in mehreren Hinsichten schlecht. Das Herbarium ist monsterverseucht. Mein Verwalter ist verschwunden. Außerdem eine ganze Fuhre Wein. Und jemand hat meine Kräuterkundlerin entführt. Ganz schön viel Pech für ein Weingut. Wenn du mich fragst, es ist diese Kleine. Es ist Matilda, meine ich. Das ist alles ihr Werk. Ein zuckersüßes Antlitz, aber ein Temperament wie Meerrettich. Also, hilfst du mir? Aber natürlich, aber nicht umsonst. Ich kann mich darum kümmern, aber nicht kostenlos. Das versteht sich von selbst. Was nimmst du? Das klingt gerecht. Hm. Das klingt nach Arbeit für einen Hexer. Gut, ich helfe. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Vielen Dank. Mein Weingut liegt östlich von hier. Du findest es bestimmt. Nun entschuldige mich, ich muss mit diesem Amtsschimmel reden. Vielleicht kriege ich ihn ja doch rum. Aha. Was ist jetzt los? Doch ein Hexer, oder? Ich habe gehört, wie du mit diesem Riesentrampel Liam geredet hast. Ein abstoßender Kerl, die schlimmste Sorte. Erst betört er einen mit seinem hübschen Gesicht, dann offenbart er sein rabenschwarzes Herz. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich habe dich angesprochen, weil ich Belgard ebenfalls kaufen möchte. Aber auch in meinem Weingut Vermentino steht es nicht zum Besten. Hm. Seltsamer Zufall. Kein Zufall. Ich bin sicher, dass Lia mir Knüppel zwischen die Beine wirft. Viele davon. Mein Küfner und mein Schmied sind beide auf rätselhafte Weise verschwunden. Auf den Wegen sprießen fleischfressende Pflanzen.
und die am Fuße des Fasanenhügels erst. Ach, die Liste ist lang. Das Problem jedoch einfach. Wenn ich Vermentino nicht in Ordnung bringe, kann ich Belgard nicht kaufen. Hilfst du mir, bevor du Liam hilfst? Ich biete dir das Doppelte. Moment. Ich denke, wir werden uns bald einig. Gut, abgemacht. Okay. Ich kann helfen. Oder es wenigstens versuchen. Wie schön. Du weißt ja nicht, wie viel mir daran liegt. Du findest mein Weingut westlich von hier. Okay, also wir haben jetzt zwei. Ich bleibe einige Zeit hier. Nicht, dass Liam noch auf dumme Gedanken kommt, wenn ich nicht aufpasse. Verstehe. Bis dann. Okay, gut. Dann lass uns mal dahin. Wir nehmen mal so. Klötze und wir reiten mal da schnell. Ja, viele Wendungen, ne? Ich meine, da passiert eine Sache, die musst du erledigen, auf einmal, boom, neue Sache. Das ist sehr spannend bei der Witcher. Die Frage nur ist, wie lange dauert es denn, bis wir dahin sind? Wir sind schon eigentlich da, aber... Oh, was ist denn hier? Machen wir das erstmal noch nicht. Oh. Oh, die platzen scheiße. Muss man aufpassen. Diese scheiß Viecher. Ah, sehr lecker. Okay, eins ist erledigt. Haben wir noch was hier Interessantes, was wir nehmen können? Verschlossen. Mit Fremden sprechen. Gut, gucken wir mal später. Okay. Was machst du? Okay. Genau. Genau. Oh je. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Warum? Naja, egal. Ich will erstmal diese Mission zu Ende machen. Also ich mag echt solche Missionen nicht, wo man mach mal da 5 sauber und alles gut. Uiuiui. Ah ja, das ist halt das nächste, was wir erledigen müssen. Oh, fuck it. Shit.
Ich hab total vergessen, ey. Oh ja, ja, ja. Verdammt, ich bin echt nicht klar gerade. Ich bin echt Monster. Oh Mann. Nein, oh, du Vollpfosten! Warum nimmst du dein Schwert nicht raus? Du Vollidiot!